Moin, herzlich willkommen zum Video. Wir befinden uns hier mal in Landwirtschaftssimulator. Mit dabei ist der Roboplay. Moin. Und wir spielen heute wieder weiter. Nachdem wir letztes Mal so einen komischen Bug hatten, hoffe ich mal, dass wir heute bugfrei spielen können. Oder der ist noch frei. Gut. Also sagen wir mal so weit für Ingame-Käfer frei. Habe ich uns was besorgt, aber ob das dann auch mit... Weißt du, woher der Begriff bugfrei kommt, der Begriff Bug? Der kommt Bug ja vom Käfer. Richtig, aber weißt du, warum er vom Käfer kommt? Käfer in der Festplatte? Genau, einfach so. Leute, da könnt ihr mir gerne mal nachgucken, woher das kommt. Ich sag's mal, aber ich sag's so, es gibt auf Wikipedia eine ganz interessante Geschichte darum, also Theorien, woher das kommt. Und die eine ist halt die richtige, aber die anderen sind halt auch so wichtig. Und zwar nämlich, dass aus einer Festplatte ein Käfer irgendwie rausgekrabbelt kam bei einer Herstellung und dann irgendwas verursacht hat. Aber guckt einfach mal nach, Leute. Könnt ihr gerne mal machen. Und Leute, ich bringe einfach gerade mal hier das Holz hin. Ja, wenn du es weggebracht hast, kannst du dann mal die Sämaschine da hinten aus dem Wald holen. Der Helfer ist da irgendwie... Hat Spaß gehabt beim durch die Bäume fahren, also kannst du einfach mal einsteigen, dann siehst du, was ich meine. Ja, warte kurz. X. Ja. So. Ich muss Spanngold noch lösen. Und L. Ich habe doch L gedrückt. L. Na, geht doch. So. Komm, so. Ich habe auch noch eine Theorie, woher das kommen könnte. Fehler und Käfer klingt ja ziemlich gleich. Ja, aber es kommt ja aus dem Englischen. Der Begriff Bug. Also, ich weiß. Ich weiß ja jetzt nicht, ob. Also, bin ja kein Experte. Richtig, aber... ich bin halt wirklich gerade kein Experte. Aber es könnte ja an sich sein, was heißt, woran das jetzt nicht liegt, weil ist ja das französische Wort für Fehler, keine Ahnung. Aber, ich habe Latein, ich kann da nicht mitreden. Ja, auf jeden Fall hören die sich nicht gleich an. Aber Leute, wie gesagt, ihr könnt gerne mal nachgucken. Also. Ich kann dir leider nur sagen, woher Error kommt. Ja, es gibt auch interessante Sachen. Aber ist ja, Leute, generell auf Wikipedia stehen ja so die ganz verrückten Sachen, woher welche Namen kommen, warum Menschen genannt wurden. So ganz komische Sachen, Leute, einmal eingeben. Oder nicht auf Wikipedia, sondern es gibt auch so eine Seite dafür. Wikipedia. Genau, und zwar. Nicht auf Wikipedia, gibt's eine Seite für, die heißt Wikipedia. Wikipedia, richtig. Wikipedia. Wackelpedia. Genau. Wikipedia. Ich war mal auf dem Dreisat-Festival und da kam genau das. Oh. Ja. Jetzt, wo ich das einmal gesagt habe. Jetzt ist es raus. Quatsch nicht, Dreisat-Festival, das laber ich. SWR3-Festival. Ja. Hat beides ein 3 im Namen und fängt mit S an. Ja. Autsch. So, dann habe ich das ganze Holz abgeladen. Und fahr gerade. Wo soll ich denn hinfahren? Soll ich denn hier parken? Grad, oder? Ja, hol mal die Sämaschine, wie gesagt, da hinten raus. Ja. Kannst den ja einfach mal da stehen lassen, aber mach den Motor aus. Ja. Die Sämaschine. Hier, der Case hat die Sämaschine, gell? Oder? Wenn hinten dran eine Sämaschine ist, dann denke ich mal ja. Ja, Horsch. So. So, warum ist er mitten im Baum? Keine Ahnung. Das frage ich mich auch. Frag mal den Helfer. gut, also ich habe die Sämaschine jetzt rausgefahren. Ja, dann kannst du ja gleich mal anfangen, den verbleibenden Bereich noch richtig zu sehen. Lass uns auf Feld.
Ah, oh, sieht die Feldmaschine schön aus. Warte, hier hast du schon gekruppert, gell? Oder? Wenn da solche Linien drin sind, dann ist es schon gesät. Aber ansonsten, wenn es nur so ein Feldboden ist, dann ist es von mir gegrubbert. Außer da stehen noch solche Pflanzen, dann ist es noch nicht gegrubbert, aber da bin ich ja gerade noch hier hinten bei. Warte ganz kurz. Also hier ist gerade die Grenze, gell? Ja. Der Seasons-Mod, den wir drin haben, ist halt eigentlich dafür ausgelegt, dass du ein großer Farmer bist, der ganz viele Felder hat, wo du dann immer je nach Jahreszeit immer was anpflanzen kannst und halt gleichzeitig auch noch was ernten kannst, während das andere wächst. Weil irgendwas überlagert sich ja immer, wenn man mal im Seasons-Menü kocht. Nein, die Vögel essen das da, das leer. Einmal hupen, dann sind die weg. Oder drüber fahren. Oder Gut, drüber. Im Unkraut also. habe ich ja diese Maschine beim Shop gekauft. Da werde ich wahrscheinlich gleich auch noch mal einmal drüber fahren. Also die Maschine senken. Und let's go. Aber ich bin ehrlich am Überlegen, ob wir diesen manuelles Ankuppeln rausmachen. Weil da muss man ja, es ist ja nicht genug, damit dass man dann einfach aussteigen muss und es ankuppeln muss. Nein, bei manchen Geräten muss man dann auch noch Schläuche verbinden. Oh. Wie in Among Us. Genau. Grün, grün. Obwohl es gibt kein grünes Kabel, okay. Einfach immer schwarz auf schwarz oder rot. Du hast keinen Zugang zu diesem Land. Was soll ich denn hier grubbern? Hier ist nur Gras. Was wir auch machen könnten, wäre uns einen Pflug holen und dann das Feld mal viereckig pflügen, dass es auch passt. Ja. Boah, hier sind überall mittendrin noch was stehen gelassen. Soll ich da nochmal drüber grubbern oder? Ja, macht das gerade. Da wird dann zwar nichts wachsen, aber. Sind halt so viereckige Löcher drin, aber. Ja. Ich komme das Ganze mal an. Ich stelle mal kurz einen Helfer ein. Oh nein, nein, der fällt schon direkt falsch. Also, soll mal einer sagen, Helfer sind gut. Führe ich doch gleich den Bauernhof lieber allein und dann passt jetzt schon. Nee, Ey. alle ohne Helfer. So, und jetzt lass ich mal einen Helfer dran. Also. Einmal noch so neben dran sitzen und zugucken, ob er auch richtig Ey, fährt. du fährst schief. Ich? Nein, Helfer. Hey, Vogel! Das ist unsere Saat, verpisst euch! Mimi. Ich glaube, ich mache gerade mehr Saat durch das Rumfahren, darauf rumfahren kaputt, als die Vögel es schon gefressen haben. Ja. Junge, wie unsauber hat er das gemacht? Okay, das sieht jetzt schon gut aus. Ich mache einfach noch so eine Straße hier durch, da müssen wir nicht immer durch die Früchte fahren. Lieber Helfer, dann musst du jetzt nur noch sich nur noch richtig drehen. Das kriegt er nicht hin. Was macht der da? Na gut, dann fahr erstmal rückwärts, genau. Ja. Warum nicht? Also. Helfer. Titel der Folge: Das Helferchaos. Na, er dreht gerade, also er versucht es zumindest. Hast du eine Helferin? Achso. Oh. Nee, der hatte Spaß, Leute. Alles gut. Oh Mann. Komm. Nee, du hast die Arbeit nicht vor. De
Komm, das Gerät muss auch immer runtergefahren sein, damit du es abkoppeln kannst. Und dann kommt natürlich die Meldung, du hast keinen Zugang zu diesem Land. Das tut echt weh. Ich fahre einfach mal lang und korrigiere die Sachen, die dann noch sehr helfen falsch gemacht hat hier. Bei der einen hinfahren. Ach, Striegel heben. Gute Idee. So. Perfekt, dann ist auch schon fertig. Dann muss ich nur noch in diesen ich kleinen. Ich hab eine Straße gemacht, fahr aber nebendran wieder durch diese Müll, der hier rumsteht. So, dann muss ich nur noch dieses da. Ja, ich weiß, dass ich keinen Zugang zu diesem Land hatte, ist mir aber gerade egal. Wack. Ey, da ist der Striegel bereit. So, Leute. Als kleine Info sogar, der 10. Dezember, da kam ja das Video nicht, habe ich aber schon im gestrigen Video erklärt, warum das jetzt nicht kam. Als kleine Info, wie gesagt, Leute, das Video wird auf jeden Fall noch nachproduziert, es wird noch kommen, das Türchenmutter hat noch nicht geöffnet. Wenn du das 11. und 12. Türchen aufmachst und sogar schon das 13., auch wenn das 7 Stunden zu spät kommt, Jupp. Und du einfach das 10. vergessen hast. Aber am 13. war es gleich, eigentlich fast die gleiche Grundsache, fast. Wenn ihr das Video von gestern gesehen habt, wisst ihr ja. Warum? Gestern am 13. Aber heute ist ja auch der 13. Also, ja, aber kein Freitag. Nee, Sonntag, knapp verpasst. Sonntag, der 13. Ach du Scheiße. Genau. Sonntag, der 13. Momo. Ich glaube, du machst halt wirklich die Saat kaputt, oder? Nicht? Nö. Nur wenn es gewachsen ist. Achso, na dann. Aber dann müssen wir ja eh ernten, also. So. Ja, was soll ich machen? Ich weiß es jetzt nicht. Was gibt's noch für Aufgaben, die wir machen müssen? Halt noch nichts. Ich könnte mal unseren Businessplan anfangen aufzubauen. Kannst du gerne machen, ja. Wo? Aber die Sache, im letzten Video, glaube ich, wurde gar nicht mal der Businessplan erklärt, ja, oder? Ich gemacht. Ich weiß gerade gar nicht. Nee, nicht. Ja. Aber an sich kannst du gerne schon anfangen. Willst. Ich weiß halt nur nicht wo. Auf Feld 4. Stimmt, der Platz ist eigentlich groß genug. Jupp. Ich mach's jetzt einfach mal hier mitten rein neben der Straße, ne? Nicht mitten ins Feld, bitte nicht. So. Mitten ins Feld. Und dann noch eine Produktionshalle. Das Terrain kann hier nicht geändert werden. Triggert. So. Soll ich eine Lagerhalle dazu kaufen oder brauchen wir das nicht? Wie viel kostet eine Lagerhalle? 10.000. Brauchen wir das? Also für was brauchen wir das da? Ah ne, eine Lagerhalle kostet 30.000. So. Oh. Na gut, dann lieber nicht. Ist ein bisschen viel, richtig. So, dann noch ein Ausnehmer. Und ein Einnehmer. Wie kann ich meine Kamera drehen? A, Q und E. Ah, ja, wenn man nicht mehr weiß, wie man die Kamera dreht. So, dann habe ich auch das hier fertig. Und dann ist, glaube ich, der letzte Streifen. Das Objekt kollidiert mit einem anderen Objekt. Das ist schön, aber normal sollte das hier eigentlich gehen.
So. Junge, ist das kaputt. Muss leider alles nochmal verkaufen. Oh nein. Und irgendwas, was wir nicht mehr brauchen. Wir brauchen Geld. Warum haben wir zwei K? Warum haben wir zwei Traktoren? Keine Ahnung. Ich glaube, wir brauchen einen Kredit. Ja. Aber wir können uns ja einen Kredit sogar holen. Ich glaube, das reicht. Oh, ich muss natürlich das Terrain ändern. Sonst passt das nicht. Ja, das reicht, denke ich mal, erstmal. Bis müssen wir alles zurückbezahlen, aber. Hehe, wir haben ja natürlich das Geld, also. Aha, nee, nicht. Das Terrain kann. Warum kann das Terrain hier nicht angepasst werden? Es ist doch genau dafür da! Jetzt gibt's im LS19 ein Terraforming-Update, jetzt kann man das nicht benutzen. Oh. Geht's bei dir nicht? Planieren, so. Geht es bei dir das nicht? Geht. Es funktioniert nie, funktioniert nicht so, wie es sollte. Alter, es ist so ein Müll eigentlich, das dreide dieses. Ist das ein Müll? So, und dann noch ein letztes Stückchen und dann haben wir das auch fertig. Wie viel Geld habe ich jetzt schon dafür ausgegeben? 15.000 könnten hinhauen. Ja! So. Sag ich ganz schnell aus. Und guck mal kurz an, was hier gebaut wurde. Was wird denn hier gebaut? Da ist er ja. Nee, noch nichts. Okay. Baukosten. Okay, aber Leute, wir haben sogar hier schon alles perfekt gepflanzt. Also ich würde so sagen, finde ich schon gut. Ja. Ich sage mal, was ist der Motor hier? Und fahre mal ganz kurz rum. Was mich auch ganz interessiert, nein, falsch so. Was jetzt mich auch interessiert, guten Tag. Was mich auch interessiert, was hier noch alles gibt. Wow, der Mod ist dafür da, dass man Gebäude in einem Gebäude platzieren kann. Okay. Oder zumindest das eine Gebäude in einem Gebäude platzieren kann. Wir werden aber dann noch imken, oder? Imken? Ja. Mhm. Ich würde sagen, ich denke, das ist schon was Gutes. Ah, ich weiß, woran es lag. Ah, eine Zapfsäule, natürlich. Eine Zapfsäule. Okay, jetzt ging's. Was gibt's hier noch so? So, Frostbar. Ein oder andere kann sich vielleicht schon denken, was wir hier tun. Wahrscheinlich nicht. Dekorationen. Räucherschrank. Okay, gibt's diese Displays, hattest du richtig? Ja, irgendwo müsste es Display geben. Ja. Und dann haben wir ein Display mit drin. Genau. Das sind Hallen, die es hier gibt, Leute. Da gibt es auch Silos. So! Aufgebaut. Silos, ja. Ja, die gibt es auch. Ja. Obwohl ich sogar gerade mal überlegen bin, wir haben doch auch hier. Das ist an sich auch ein Silo, oder nicht? Nee, das ist nicht oder? Da.
Auf der Map. Eigentlich ist Kaltglas und doch ein Hofsilo. Echt, wir haben eins? Ja, da stehe ich direkt davor. Einmal die Kalkstation, die ist hier, habe ich, das hier. Und dann haben wir auch hier ein Silo. Also sagen wir, das ist ein Hofsilo. Na denn. Also. Es war nicht mehr auf unserem Grundstück, aber. Oh Gott, ich. Aber Leute, ich würde an sich sagen, das war's für das heutige Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, was wir noch alles hier bauen sollen. Und auch generell einfach irgendwelche Vorschläge, was wir hier noch machen sollen. Ja, wir würden uns auf jeden Fall das nächste Mal wiedersehen. Bis dann, Leute. Ciao. Tschüss.